Hallo, Servus und Moin Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Way of the Hunter. Was wir heute vorhaben, wir wollen anfangen, zumindest die Aufgabe mit den Enten zu erledigen. Und zwar müssen wir 5 fliegende Veilchenenten schießen, also das Ganze im Flug und nicht mal im Wasser, wie wir das bis jetzt immer gemacht haben. Und die Enten, so ein paar davon, sollten wir hier an dem See fürs Esen finden. Ein paar andere finden wir hier unten. Und hier, ich denke mal, dass wir erstmal die beiden Punkte soweit abgehen und dann schauen, wie weit wir kommen. So, ich wünsche euch gute Unterhaltung und mir eigentlich viel Erfolg. So, Jagdsinn an und ran an die Ente. In der Zeit bin ich 11.30 Uhr, also eigentlich noch recht früh. Stehen da noch in aller Ruhe. Was habe ich denn überhaupt an Gewehren? Weil ich muss mal eben gucken. Oh Mann. Okay, die 6er hätte ich dabei. Könnte also schon mal versuchen, den Elch hier zu schießen. Den alten Elch. Haben wir. Oh Moment, hier ist noch ein. Auf 118. Auf 118 könnten wir auch probieren, ne? Ja. Okay, lass uns den erst probieren zu schießen. Habt ihr einen Schuss gehört, Leute? Ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Schuss gehört. Müssen wir sehen, ob wir hier nochmal neu starten müssen. Weil das hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt. Ehrlich gesagt. So, Weißwedel hätten wir da. Ach, da hätten wir Weißwedel gehabt. So was Ärgerliches. Aber okay. Schade, schade. Aber die sind ruhig, ne? Die sind soweit ruhig. Und die sind noch. Naja, gut, dass die ruhig sind. Ist soweit fast schon klar. Denn. Oh, guck mal, ein Dreier. Auf 200 Meter. Allerdings das einzige Männchen. Gucken wir, ob wir die eventuell schießen können auf 190. Ob die auf 190? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir mit der Waffe so weit klarkommen. Weil ich habe keine Fünfer dabei. Ist das Problem. 190 Meter wird er wahrscheinlich nicht allzu viel Energie verlieren. Also könnte das ein Problem werden? Könnte ein Problem sein, dass er uns die halt nicht. Auch nicht. Das kann doch nicht sein, Leute. Warum höre ich denn keine Schüsse hier? Ich kann euch
mit Gewissheit sagen, ich habe keinen Schalldämpfer drauf, mit Sicherheit nicht. Ja, ich würde sagen, ich sammle kurz die beiden Tiere ein. Und dann schauen wir mal nach, was hier los ist. Ne? Und dann schauen wir mal nach, was hier los ist. Okay. Den verkaufen wir, gehen eben nach da vorne. Wasser und die anderen Geräusche sind alles da. Ich will mal eben was schauen, mal eben was probieren. Den hatte ich tatsächlich. Also die funktioniert. Aber ich weiß nicht, warum die andere uns so einen Ärger macht. Unlauterer Wettbewerb. So weit gekommen dürfte es auf jeden Fall nicht sein. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir einfach zu viel Energie noch im Schuss hier haben. So dass uns das Tier wahrscheinlich gar nicht gezählt wird. Das ist einmal komplett zerfetzt. Ja, die Jachtwertung mit drei Sterne, also das war jetzt nicht so wirklich was. Kriegen auch nur 75 Dollar dafür. Was hier ganz schön ist, ist natürlich, dass die Munition uns nichts kostet und wir dementsprechend hier ruhig mal wilde Sau oder wilde Jäger spielen können. Die macht nichts, ne? Die macht keinen Krach. Leute, warum? Kann ich nicht mal so genau sagen. Aber wir haben ja mittlerweile auch schon bei den anderen Tieren mitgekriegt, bei den anderen Spielen teilweise mitbekommen, wenn es irgendwo noch einen Bug gibt, irgendwie komme ich drauf, ne? Ne, funktioniert absolut nicht. Leute, ich werde das Spiel noch mal neu starten, denke ich, und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich habe mich noch mal zurückgebeamt hier zur Ranch. Habe die Waffen so ein bisschen hin und her gewechselt, das Spiel neu gestartet und habe hier nochmal die Waffenplätze auch gewechselt, habe die Carbon jetzt hier auf die 1 gelegt. Also eigentlich alles, was ich hätte machen können, inklusive Neustart und. Wir hören keinen Schuss. Man kann auch sagen, ich habe den Schuss nicht gehört. Von daher
Ja, weiß ich nicht, was wir jetzt machen sollen. Wir schauen mal eben noch mal auf die Map, wo wir die Enten halt finden sollten. Wir hätten Schwarzbären, wir hätten Elche, die Weißwedel hatten wir ja gerade schon gesehen. Ja, gesagt, ärgerlich ist es, aber der Bug ist da. So. In dem Bereich will ich mit einer 5er auch gar nicht dran. Wir machen es kurz und schmerzlos. Ich gehe nochmal hier zum Lagerplatz. Schauen wir mal eben auf die Uhr, 12:17 Uhr. Schauen hier vorne nochmal nach, ob da sich jetzt schon Enten rumtreiben. Ansonsten gehen wir zu dem anderen Platz. Muss ich jetzt momentan mit leben? So, Enten sind hier nicht zu hören. Ich würde sagen, wir machen uns hier mal auf den Weg zu dem Ort. Na, hier. So, interessant. Interessant, aber ärgerlich. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Bug, den wir wieder melden können. Den ist gerade hier auch, habt ihr ja gesehen, bei den Weißwedelhirschen, die waren keine 200 Meter oder knappe 200 Meter von den Elchen entfernt. Und haben lustig weitergetrunken und waren überhaupt nicht beeindruckt davon, dass auf der anderen Seite des Sees mal eben gerade ein Elch geschossen worden ist. So, ich werde versuchen, mich mehr oder weniger auf die Enten zu konzentrieren und gucken, ob wir hier ein paar kriegen. Wenn uns jetzt natürlich ein paar Klasse 6 Tiere wie Bär oder Elch vor den Lauf kommen sollten, dann, ja gut, ich sag mal, schießen werde ich den dann auf jeden Fall. Sollte mich umbenennen in Bugfinder. Das ist echt merkwürdig. Vor allen Dingen, da wir bis jetzt ja auch keine Probleme mit der Waffe hatten und die schick ihren Dienst verrichtet hat, macht sie immer noch. Aber wo dieser plötzliche Schalldämpfer herkommt, da Elche. Wie gesagt, hier haben wir halt ein schickes Gebiet für Elche und Bären.
So, wenn wir hier Enten finden, die werden wir dann natürlich schießen und dann gehen wir gleich zum Schluss, weil dann gehen wir zum Ende hin noch mal kurz zur Ranch, würde ich sagen, und testen die anderen Waffen. Das habe ich jetzt ja völlig vergessen. Da unten haben wir schon die ersten Enten. Zwei, drei, vier, fünf Tiere. Wenn wir hier schon mal zwei geschossen kriegen, wäre das ja schon mal gar nicht so verkehrt. Ne? Dann hätten wir schon mal zumindest den Anfang. Und da hinten den Elch. Du wirst warten müssen. So, Ziel ist es auf jeden Fall, die Enten zum Fliegen zu kriegen. Zum Fliegen zu kriegen. Ich bin wieder so poetisch, Leute. Und uns die ersten Tiere schon mal aus der Lust zu schießen. Okay, aktuelle Uhrzeit, real life. Es ist 5:57 Uhr. Von daher seien wir die ersten, kann mir die kleinen Ausrutscher hier verziehen. Wir machen uns schon mal bereit. Mal sehen, wann. Ja. Brav. So, zwei Stück haben wir hier wohl gekriegt, und zwar zum einen ein weiblich ausgewachsenes und da ist der zweite. Hä? Hier, okay. Und hier hätten wir noch mal ein weiteres weibliches ausgewachsenes, auch mit 21. Die bringen uns jetzt natürlich nicht so richtig viel. Oh, da hinten sind noch mehr. Da hinten sind gleich die nächsten. Die sollten wir uns dann gleich auf die Fahne schreiben. Eine weitere Ente geschossen. Die kommen zurück, kriegen wir
Ja, die Frage ist halt, wie weit die sind, ne? Die Frage ist halt, die werden zu weit sein. Ob die jetzt noch mal zurückkommen, ist fraglich. Ist aber klar, die werden zurückkommen, aber jetzt eben nicht unbedingt. Ne? So, schauen wir dann mal eben auf die Map. Dann hatten wir ja noch weitere Enten. Ganz hier unten. Marschieren hier einfach mal lang. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich denke mal, das ist eine Aufgabe, die doch relativ einfach zu erledigen ist. Wenn man sich da ein klein bisschen Zeit für lässt. Wenn wir die anderen beiden jetzt gleich nicht kriegen, ist auch egal. Spätestens bei der nächsten Folge dürften wir die wohl kriegen. Und ja, wie gesagt, dann will ich mir auch meine erste Lizenz holen und mal schauen, dass wir in die privaten Gebiete gehen. So, da haben wir unsere nächsten Veilchenenten. Diese 87 Meter Entfernung. Ja, komm, ihr seid da noch alle so ruhig und unbeeindruckt. Ups, das war jetzt mein Fehler. Da hätten wir Schneegänse, die wir jetzt nicht unbedingt wollen. Wildenten sind jetzt auch nicht so gefragt. Wir brauchen halt die Veilchenenten. Da kommen sie zurück. Aber die sind wohl noch zu hoch. Das macht keinen Sinn. Okay. Macht keinen Sinn. Aber lass uns die nochmal beobachten. Vielleicht kommen sie ja doch nochmal zurück.
sieht aus, als gehen die tatsächlich in die zur Landung über. Ja, dann würde ich sagen. Nächster Versuch. Ah, mit den Bäumen im Hintergrund, ne? Mit den Bäumen im Hintergrund war das jetzt nicht so leicht sichtbar. Jetzt haben wir sie auch zweimal verschreckt. Ist halt die Frage, ne? Wann kommen sie wieder? Da sind sie ja auch schon. So, einen Versuch würde ich sagen, starten wir noch. Da hinten sind auch noch wieder welche. Wie gesagt, den einen Versuch starten wir noch. Wenn wir jetzt nicht geschossen kriegen, dann gehen wir eben einmal kurz zurück zur Ranch und testen die Waffen, soweit wir sie jetzt noch da haben. Na los, geht fliegen. Habe ich gesagt, geht einfach, ne? Habe ich gesagt. Da mache ich mir wahrscheinlich gerade mehr Stress als sonst. Was ist fliegen? Die Veilchenenden fliegen noch, die lassen wir. So, ich würde sagen, die machen wir beim nächsten Mal. Jetzt gehen wir nämlich erstmal zur Ranch. Und checken die Waffen aus. Allzu viele habe ich jetzt noch nicht. So, wir wechseln die Carbon gegen Opas altes Gewehr. Die Pro Hunter 2. Testen die beiden Gewehre mal, wie das hier aussieht mit Knalleffekt und so. Hört man. Ja, die ist auch okay. Und das einzige Gewehr, was uns momentan halt Sorgen macht, so wir packen hier wieder die Flinte ein und hier nehmen wir die. Die einzige Waffe, die uns momentan halt Sorgen macht, ist diese. Weil die doch ein bisschen zu ruhig ist. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, wir lassen das jetzt für heute mal sein. Eine gute halbe Stunde haben wir auch schon wieder auf dem Ticker. Den Bug werde ich soweit weitergeben. Hoffe, ihr hattet trotzdem ein klein bisschen unterhalten. Wenn, dann lasst gerne eine Bewertung da. Wenn ihr auch
Bugs und Probleme im Way of the Hunter gefunden habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Mir bleibt zu sagen, bis zum nächsten Mal. Goodbye, ciao, ciao und bleibt gesund.